bisher durchblicken hören. Viele haben die Hoffnung, dass wir jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail einsteigen. Das werden wir jetzt an der Stelle nicht tun, sondern mal eine ganz andere Richtung einschlagen, was vielleicht dann eher für die Fraktion Endanwender ein bisschen interessanter sein könnte, vermuten wir. Trotzdem ganz kurz noch die Anmerkung, also ich bin Anwendungsentwickler und ein bisschen groß geworden mit dem XC-Commerce-Shop und fand das damals schon ganz interessant, was Marty so kann. Dann habe ich irgendwann das Zen-Framework kennengelernt, Magento, habe dann irgendwie, das hatten wir letztes Mal beim Kieler Stammtisch mal gesehen, was es bedeutet, irgendwie versuchen, die Datenbank auszudrucken. Das ist dann auch schon ganz witzig, wenn man das schematisch sich an die Wand hängen will. Und wenn ich jetzt noch erlebe, was wir sonst an Möglichkeiten haben, das irgendwie noch zu tunen, dann bin ich ganz froh, dass wir das tun, was wir tun und nicht in der Backend- und Frontend-Programmierung im Magento tätig sind. Ja, genau. Joma, erzähl doch mal was. Wir haben uns ja vorgestellt eben schon in der Runde, deswegen ist das jetzt vielleicht nicht so interessant. Ihr kennt uns beide hier vielleicht aber wieder. Da ist aber noch eine dritte Person, das ist Heiko Haller, unser Geschäftsführer. Und das war es dann auch mit dem Team von Reboom. Wir sind drei Leute, ein kleines Team, nehmen auch nur eine ganz begrenzte Zahl an Kunden gleichzeitig auf. Das vielleicht noch als Information. So haben wir eine sehr enge Verbindung, also alle unsere Kunden kennen uns alle drei. Und das ist uns auch sehr wichtig in der täglichen Arbeit, dass wir da nah dran sind und das Ganze persönlich abläuft. Richtig. Das, was immer ganz interessant ist, wenn wir gefragt werden, was machen wir, sind wir eine Agentur, sagen wir mal so, jein, eigentlich nicht wirklich. Wir sind, gut, viele sagen Conversion Rate Optimierer, da sagen wir auch immer, nicht so wirklich, dann eher Conversion Optimierer und das auch nicht mal so wirklich, sondern eher diejenigen, die den Umsatz optimieren und dann noch in ganz andere Tiefen gehen. Auf jeden Fall ist eine Frage einfach aus dem Grund, weil wir es kennen aus unserer Arbeit und jeder, der einen Shop hat, eine Conversion Rate hat, immer, was ist denn eine gute Conversion Rate? Damit möchten wir einfach mal einsteigen, um ein bisschen das zu erläutern, was wir so machen, und beantworten kann ich es mit, kann man nicht sagen. Kann man einfach nicht sagen. Wir können sagen, was eine Standard Conversion Rate so ungefähr in Deutschland ist, das hat aber nichts damit zu tun, ob ein Shop erfolgreich ist oder nicht. Es kann eine Conversion Rate von 10% da sein und dem Unternehmer geht es schlecht, es kann eine Conversion Rate von 1% da sein, dem Unternehmer geht es gut. Unsere Arbeit besteht im Prinzip und damit der unternehmerische Erfolg, der sich dann einstellt, aus dem Delta, das wir hinkriegen, sprich von der Ausgangs-Conversion Rate zu der, die wir erreichen. Das ist ziemlich genau in Deckung mit dem unternehmerischen Mehrerfolg, den wir generieren können durch unsere Arbeit. Genau. Ein bisschen vertiefen möchte ich das und einfach mal eingehen auf die entscheidenden KPI. Wir sehen üblich, also Key Performance Indicators, die wichtigen Kennzahlen. Und genau da setzt das Ganze auch an. Conversion Rate Optimierung hören wir eben sehr oft, oder ihr seid Conversion Rate Optimierer. Alex hat es gerade ein bisschen angeschnitten, ich mache es ein bisschen tiefer. Die Zahl, die Conversion Rate, beschreibt das Verhältnis von Besuchern zu den tatsächlichen Abschlüssen dann. Sehr interessante Kennzahl, heißt aber nicht, dass das Ziel für jeden Shopbetreiber sein kann, immer mehr Conversions zu bekommen. Ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt sich das nicht mehr. Vielleicht ein kleiner Blick in die Vergangenheit, als es hier in Deutschland mit dem Advertising online richtig losging. Da ging es zunächst darum, bei Google AdWords möglichst viele Klicks zu holen. Dann irgendwann kam auch mal der Klickpreis ins Spiel. Mensch, wie viel geben wir aus pro Klick? Irgendwann wurde es interessant. Kaufen die Leute eigentlich auch danach, wenn sie was angeklickt haben, haben wir eine Conversion? Und irgendwann, und schon zu dem Zeitpunkt sollte ein Unternehmer, der auch diesen unternehmerischen Verstand hat, begriffen haben, dass das gar nicht die Kennzahlen sein können. Lauter teure Conversions, die im Endeffekt wenig Umsatz bringen, können nicht sinnvoll sein. Also gehe ich auf den tatsächlichen Umsatz ein und messe das zurück auf die einzelnen Klicks und kann nachher wirklich sagen, welche Quelle bringt tatsächlich Umsatz. Bei der Shop-Optimierung oder generell bei der Conversion-Optimierung, wir nennen sie mal im Ganzen so, weil der Begriff sich einfach etabliert hat, sind wir irgendwie auch gerade auf so einem Weg dahin, dass es hoffentlich bald anfängt, dass die Leute das verstehen, dass es nicht immer sinnvoll ist, mehr Conversions zu haben. Es kann eine gute Kennzahl sein, heißt aber nicht, dass es immer gut ist. Wir können auch mal darauf optimieren, weniger Verkäufe zu haben, aber die Verkäufe mit hohen Margen. Und da Richtung Deckungsbeiträge auch zu kommen. Wir haben also auch die Möglichkeit, wenn wir bei Reboom in der täglichen Arbeit mit unseren Kunden darüber sprechen, welche Ziele wollen wir erreichen bei der Optimierung des Online-Shops, dann kann es durchaus sein, dass wir auch darüber sprechen, welche Produkte haben am Ende eine hohe Marge, welche wollen wir pushen und welche Zielgruppen sind es, die diese Produkte kaufen. Wie können wir die besser ansprechen?
Das einfach als kurzen Abriss dazu zum Begriff Conversion Rate Optimierung, der uns gar nicht so gut gefällt. Conversion Optimierung, der schon besser ist, aber am Ende einfach die Optimierung von Online-Shops oder Websites. Genau. Ich habe ein bisschen mal die Frage an euch einfach. Wer schon mal gerade im Frontend-Bereich eventuell in Kontakt gekommen ist mit Conversion Rate oder Conversion Optimierung und wirklich zumindest im Ansatz mal sowas wie Tests oder so etwas gemacht hat? Wir machen das ständig. Sehr gut. Ja, dann erzähle ich gerne einfach mal ganz kurz im Abriss für die, die das noch nicht hatten oder das vertiefen wollen, was für Möglichkeiten wir denn so nutzen, um überhaupt letztendlich den unternehmerischen Erfolg zu steigern, also den Shop besser zu machen. Man muss dazu sagen, ich komme ja, wie gesagt, ein bisschen aus dem Anwendungsentwicklerfeld. Was macht, und das haben wir oft gehört, ein Shop zu einem, was hat man gesagt, hochwertigen Shop-System? Das ist natürlich von der Seite von euch ganz oft Stabilität, Performance und so weiter. Dann kommt natürlich zu einer Software noch dazu, dass sie anwenderfreundlich sein muss. Das geht schon sehr in unsere Richtung und die Performance eigentlich auch, weil das Indikatoren sind, die wirklich den Endanwender, man muss was sagen, interessieren oder nicht stören oder ihm helfen zu kaufen. Wir machen aber noch viel mehr und die Änderungen, die wir machen, die testen wir ganz einfach, um quantifizieren zu können, hat das was gebracht oder nicht. So, das erstmal als kleiner Prolog. Was man machen kann, sind AB-Tests. AB-Tests kennen vielleicht manche aus dem Advertising. Man nimmt das Original, das ist die Control-Variante, so wie der Shop jetzt ist, oder die Produktdetailseite, sagen wir die Produktdetailseite jetzt aussieht. Davon kann man eine Variante erstellen, das wäre dann zum Beispiel hier die Variation 1, also ein Challenger, einer, der dagegen antritt, und der sieht anders aus, ganz einfach. So, jetzt kann man testen anhand der, ich weiß nicht, wie sie bei Magento heißt, ich nenne die mal Checkout-Success-Seite, die Bestellbestätigungsseite, wie viel mehr Leute kommen denn da an? Oder in unserem Fall, wie viel mehr Umsatz läuft denn da tatsächlich drüber, wenn die Leute die eine oder die andere Version sehen? Dafür teilen wir den Besucherstrom, der kommt einfach auf. Ich sage jetzt mal unsegmentiert. Alles, was an Besuchern auf die Seite kommt, wird 50-50 abwechselnd, aber zufällig aufgeteilt auf die Originalseite oder auf die Variantenseite. So, am Ende sehen wir, was war erfolgreicher. In dem Schaubild ist es so, eine Conversion Rate von 1% liegt beim Original vor, 4,5%, das sind jetzt schon drastische Abweichungen, bei der Variation 1. Und so können wir das sehen. Was wir auch für Möglichkeiten haben, sind Multivariate-Tests. Das ist dann ein bisschen anders geartet. Da hätten wir jetzt, statt die eine gegen komplett die andere Seite zu vergleichen und zu gucken, welche ist denn erfolgreicher im Verkaufen, es geht hier wirklich um Verkaufen, der Shop ist der Verkäufer in dem Moment, haben wir mehrere Dinge geändert oder man kann mehrere Dinge ändern, zum Beispiel eine Ansprache im Titel, man kann aber auch Texte ändern und dazu Bilder zum Beispiel und schauen, wie arbeiten die denn gut zusammen. Wenn man jetzt den Titel tauscht und das Bild, würden sich insgesamt vier Variationen ergeben, eben aus Titel 1 mit Bild 1 und so weiter und so fort. Und am Ende würde man auch da sehen, was kann denn erfolgreicher verkaufen. Das Problem beim Multivariaten-Test ist, man sieht hier schon, es ergeben sich ziemlich viele Faktorkombinationen schon aus zwei Änderungen. Je nachdem, wie viel Traffic über die einzelnen Seiten drüber laufen, kann das einfach zu Problemen führen, weil man auf sehr viele verschiedene Varianten das Ganze aufteilen muss. Und das in der Signifikanz nachher nicht so unbedingt Aussagekraft hat, es sei denn, man hat sehr viel zur Verfügung. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt vier Änderungen hat, multipliziert sich das Ganze schon viel höher. 16 Änderungen wären schon ein Overkill. Ich glaube, sowas macht nicht mal Otto, das wäre utopisch. Wobei ich nicht glaube, dass Otto multivariate Tests macht. Deswegen machen wir eigentlich in unserer Arbeit das Erstere eher. AB-Split-Tests. Die Frage ist, jetzt haben wir gesehen, hier wurde ein Button rot gemacht bei dem AB-Split-Test. Das ist genau eigentlich nicht unsere Arbeit, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Denn das ist ein bisschen das, was viele Tool-Anwender suggerieren, was nicht falsch ist. Ich weiß nicht, ob Tools bekannt sind, die sowas machen können. Um mal ein paar Stichpunkte zu nennen, Optimizely, Visual Website Optimizer, Adobe bietet Sachen. Alles ganz tolle Sachen, nur für den Endanwender ist es zwar einfach, sowas einzurichten, letztendlich zum Ergebnis zu kommen, ist aber relativ schwer, muss man sagen. Es wird oft gemacht, dass man eben zum Beispiel vorschlägt, eine Buttonfarbe zu tauschen, eine Aufschrift auf einen Button zu tauschen, irgendwas zu verschieben und so weiter. Das ist aber sehr willkürlich. Ich sag mal so, wenn ich jetzt als, genauso wie ihr auch, in ein Geschäft reinkomme, nehmen wir mal die Analogie zum lokalen Handel und da steht ein Regal anders, dann kann uns das vielleicht dazu verführen, irgendwas anderes zu kaufen. Aber im Grunde geht es nicht um das Regal, es geht um die Gesamtwirkung, wie der
Shop, also das Geschäft jetzt in dem Fall auf uns wirkt, was vielleicht tatsächlich der Verkäufer macht, das ist eine viel bessere Analogie. Wie spricht er mit uns, was schlägt er uns vor, was für Signale empfangen wir einfach? Wirkt das, was da angeboten wird, hochpreisig oder eher discountig? Und was suche ich in dem Moment? Wenn ich etwas Günstiges kaufen will und in ein Geschäft gehe, von dem ich das erwarte, sprich auf eine Anzeige klicke oder über Social Media komme, ist ja ganz egal, auf jeden Fall wird mir da suggeriert, hier findest du das Günstige. Es sieht aber nicht günstig aus, sondern es ist ein wunderschöner Shop, der sehr clean ist, sehr glossy meinetwegen und einfach hochpreisig aussieht, ist der Preis letztendlich gar nicht mehr so entscheidend, sondern wie viel ich glaube, was das Produkt kostet. Das heißt, ein Preis, der einfach discountig aussieht, rot, mit Schatten, riesig, sieht billiger aus als einer, der glossy und klein ist. Das ist einfach so. Und das sind genau die Sachen, die wir machen und eben nicht diese Buttonschubserei, sag ich mal. Genau, das ist so ein bisschen das Thema. In der Landingpage-Optimierung, ich weiß nicht, ob ihr großartig was mit Landingpages zu tun habt, ist es so, dass man da nicht einen wahnsinnig großen Schritt hat, der noch getan werden muss. Man kommt auf die Seite, oftmals ist dann Sign-up für Newsletter oder ähnliches. Das zu optimieren ist gar nicht die Kunst. E-Commerce-Optimierung ist die Kunst, da ihr wisst, wie viele Schritte es überhaupt gibt von der Landingpage im Shop, von der ersten Seite bis hin zum letztendlichen Bestellabschluss. Da geht so viel verloren dazwischen, im Schnitt, ich sage jetzt mal einfach so, deutscher Schnitt, vielleicht 97% der Leute, die auf den Shop kommen, diese sind einfach weg und die bleiben an verschiedenen Stellen. 100% wird man nicht erreichen, ganz klar. Man wird auch höchstwahrscheinlich keine 50% erreichen, das wäre utopisch. Aber irgendwo bleiben halt immer wieder ein paar Prozent auf der Strecke. Und deshalb muss man für einen großen Kontrast sorgen. Das heißt, das, was man tut, kann nicht eine Buttonfarbe sein. Das ist es in den meisten Fällen nicht. Sondern man muss irgendwas Größeres machen, was wirklich auf den Nutzer wirkt. Genau. Ja, wir haben ein kleines Quiz für euch. Und genau. Norma ist der Quizmaster. Da würde ich euch einfach mal bitten, ein bisschen mitzumachen. Ich werde jetzt 3 Tests zeigen. Das sind reale Tests, die wir so durchgeführt haben. Es gibt jeweils einen Original und einen Challenger, so wie Alex das eben schon beschrieben hat. Ich zeige jetzt einmal kurz die Varianten. Keine Sorge, wenn ich auf B war, dann gehe ich nochmal zurück zu A. So, dann könnt ihr euch das einmal beides genau anschauen und euch entscheiden, wofür ihr seid. Das machen wir dann gleich einmal mit Handheben. Und danach werde ich auflösen, was gewonnen hat. Wir haben hier ein Original, das ist eine Checkout-Success-Seite. Confirmation-Seite, richtig, danke. Das geht hier nur noch darum, ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, kaufen zu drücken, damit ist der Kauf abgeschlossen. Das ist die letzte Seite, hier werden alle wichtigen Informationen nochmal aufgeführt. So sieht das Ganze im Challenger aus. So, dann einmal die Arme für A, bitte. Gar keine, doch, da hinten, 2 sogar. Und B, deutlich mehr. A gewinnt. Ja, da sind wir genau an dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Es ist nicht einfach, es gibt keine Best Practices, es ist nicht immer aufgeräumt gut, es kommt auf die Nutzererwartung an. Benjamin. Ja, das Interessante ist, im Grunde genommen, das Interessante ist, im Prinzip ist das, was wir in zweiter Position, vielleicht kannst du B nochmal machen, sehen, absolut Best Practice, meiner Meinung nach. Deswegen wurde es auch getestet. Also wir sehen, schön in einzelne Bereiche aufgeteilt, schön in sozusagen Aufnahme mögliche Häppchen serviert, wo geht es hin, wie bezahle ich und sehe einfach zentral im großen Bereich nochmal das, was ich haben will, zusammengefasst. Das wäre der absolute Best Practice, würde ich jederzeit wieder so testen. Man muss dazu sagen, dass der Sieger an der Stelle nicht der Sieger ist, weil er einfach viel, viel besser funktioniert, sondern der Challenger hat einfach verloren. Deswegen ist der andere der Sieger. Das heißt, wir haben keinen Uplift einfach erreichen können. Das ist sowieso ein bisschen ein Job, der uns quält, weil, muss man sagen, wir haben erstmal die Hypothese immer noch im Moment, dass die Leute sehr discountig da tatsächlich kaufen. Die wollen gar nicht was Aufgeräumtes, was Nobles, die wollen die Erwartung bestätigt sehen, dass sie etwas Günstiges da erstehen können. Und das kann ein Grund sein, warum wir einfach mit dieser Maßnahme nichts wurden. Das jetzt einfach umzusetzen, muss man an der Stelle sagen, hätte in dem Fall nicht wirklich wehgetan. Die Ressourcen, die da reingeflossen sind, natürlich schon gut. Aber sowas kann auch tatsächlich mal wirklich deutlich schlechter funktionieren, wo ich immer wieder gerne sage, die Dunkelziffer an Relaunch-Insolvenzen ist sehr hoch.
Es gibt Leute, das taucht kaum auf, die lassen sich für ganz viel Geld einen neuen Shop bauen. Der sieht ganz toll aus, der sieht einfach hübsch aus. Irgendwie soll er immer hübscher aussehen, ist ja klar. Und am besten immer hochwertiger. Wenn ich ein Produkt habe, was gar nicht hochwertig ist, es gibt auch, jetzt kann es auch andersrum machen, das Beispiel, dann habe ich den gleichen Traffic. Die Leute finden aber nicht mehr das, was sie wollen. Und langsam geht mein Geschäft bergunter und irgendwann bin ich insolvent. Ganz drastische Sache, ganz faszinierend. Und es lag nicht daran, dass irgendwelche Fehler im Shop sind, sondern dass einfach nicht mehr das passiert ist, was vorher passiert ist. Genau. Frage, magst du den Faktor verraten? Also wie viel stärker? Ein bisschen? Oder? Wie er schon sagte, also das ist, wir haben keine signifikante Steigerung erlangen können. Es gibt keinen signifikanten großen Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Das ist der Punkt. Wir haben probiert, das Original zu schlagen mit einer besseren Variante und das haben wir nicht geschafft. Damit ist das Original der Sieger, denn wir implementieren nicht die neue Variante, wenn sie nicht deutlich gewonnen hat. Ja, an der Stelle, wir haben ja gemerkt, dass wir deutlich mehr Redezeit haben als ursprünglich gedacht. Deswegen nutzen wir das auch mal. Im Grunde genommen ist ja die Überlegung, dass an dieser letzten Stelle im Kaufprozess, Kaufprozess, Die Frage war, ist das ein Magento-Shop? Nein, ist es nicht. Das ist ein XT-Commerce-Shop. Und wie viele Seiten vorher in diesem Kaufprozess liegen? Ich weiß, bei Magento ist gern auch so One-Page-Checkout-Lösung präferiert. Hier liegen, der Warenkorb liegt davor, dann kommt die Checkout-Shipping, glaube ich. Das ist die Seite, wo die Versandart gewählt wird. Dann kommt die Payment-Seite, wo man die Zahlungsarten wählen kann. Genau, und dann kommt eben diese Seite. Das heißt, so viel liegt da gar nicht vor. Ja, da ist eine Frage. Die Frage war, ob der One-Page-Checkout gegenüber dem One-Step-Checkout Vorzüge hat und tendenziell eher gewinnt. Umgekehrt, aber ja. Okay. Die Antwort bleibt die gleiche. Die Antwort bleibt fast die gleiche. Ich würde sagen, der One-Page-Checkout ist tendenziell eigentlich vorzuziehen. Mit einem dicken Aber. Das Problem ist ein bisschen, wenn es den Nutzer überfordert. Und das tut es sehr, 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 sehr leicht. Also wir müssen jetzt erstmal von uns natürlich ausgehen. Wir, oder beziehungsweise ihr kennt den Magento noch viel besser. Ihr wisst das, was wo auszufüllen ist, wenn ihr so ein Standard-Layout habt. Das ist überhaupt nicht das Problem. Davon muss man dann schon wieder ein bisschen abrücken, wenn es irgendwie ein anderes Layout ist. Davon muss man wieder abrücken, wenn es nicht ein Magento-Fachmann ist, internetaffin, nicht internetaffin, da sind wir schon ganz weit weg von dem, was wir eigentlich kennen. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Im Grunde genommen, wir haben es eben schon beschrieben, es ist individuell. Das ist in dem einen Shop einfach, wird es besser funktionieren, in dem anderen schlechter und in zwei anderen Shops, die du damit vergleichst, wird es genau dasselbe sein. Das hängt davon ab, wie der Nutzer eingestellt ist, was er sucht und wie sein Eindruck ist vom gesamten Shop. Alles, was er vorher erlebt hat während dieses Prozesses, während er sein Produkt ausgesucht hat, bis hin zu dieser einen Seite. Das wird alles ein Gesamtbild ergeben. Wobei an der Stelle tatsächlich das Emotionale wahrscheinlich weniger wiegt als auf sonstigen Seiten, da ja auch die Kaufentscheidung fast vollständig getroffen wurde. Das Ding ist, wenn der Nutzer überfordert ist, kognitiv mit der Wahrnehmung, dann wird er im Zweifelsfall das Vertrauen verlieren oder ihm ist es zu kompliziert, wenn dann auch noch ein Fehler passiert. Der Nutzer sammelt sozusagen schlechte Eindrücke. Und wenn an der Stelle noch irgendwas schief geht, dann ist es immer meist ganz schlecht. Der Vorteil am One-Page-Check, also den mehreren Schritten-Checkout, One-Step-Checkout oder Multi-Step, wie auch immer. Ich nenne ihn jetzt mal Multi-Step, das klingt für mich angenehmer. Ach Gott, ja gut. Dann über die verschiedenen Steps die einzelnen Sachen zu wählen, ist einfach der, dass der kognitive Aufwand für den Nutzer, das zu tun, deutlich geringer ist. Das heißt, er wählt die Zahlungsart aus, das ist für ihn angenehm. Er wählt den Versand aus, okay, noch ein Schritt, vielleicht sieht er oben auch besten Fall, was er noch vor sich hat, das ist immer ganz nett, aber vor allen Dingen auch das, was er schon geschafft hat, das ist noch viel netter für ihn. So hangelt er sich durch und das Ding ist, auf der letzten Seite, das tut ihm weh, da geht's ans Geld. Also ganz kurz eingeschoben, es gibt ganz tolle Untersuchungen darüber, dass ein Verlust Menschen mindestens doppelt so schwer wiegt wie ein Gewinn. Wenn man emotional jetzt einfach messen würde, was es bedeutet für jemanden 100 Euro zu gewinnen oder 100 Euro zu verlieren, ist der Verlust meist deutlich, deutlich schlimmer für ihn. Das heißt, sobald es ans Geld geht und dieser Kaufen-Button gedrückt werden muss, da kann man ihn nennen und farbig machen, wie man will, da kommt wirklich im Nutzer was in Gange. Und jetzt haben wir den Vorteil im Gegensatz zum One-Page-Checkout, dass ein gewisses Commitment da ist. Das heißt, der Nutzer hat vorher schon Arbeit investiert in das Ganze und will die im Prinzip gar nicht mehr verwerfen. Er hat Arbeit selber investiert, dadurch hat die ganze Sache für ihn noch einen anderen Wert bekommen, als einfach nur diesen Button zu drücken, ist aufgeladen mit seiner eigenen Energie in dem Moment und ist deshalb, weil es auch dann
viel weniger Informationen da sind und so geneigt, das zu drücken. Das heißt, das sieht man ganz oft bei Versicherungen, sage ich zum Beispiel mal, wo ganz komplizierte Berechnungen stattfinden. Am Anfang ist es einfach, da wählt man vielleicht im Zweifelsfall nur, was man bezahlen möchte oder welche Höhe man abgesichert haben möchte. Und nachher wird es immer komplizierter, da kommen irgendwelche Adresseingaben oder bei einer Kfz-Versicherung, wie viele Stellplätze privat und so weiter. Am besten in Steps verteilen, weil das, was einmal investiert wurde, verwirft man ungern. Das auf einer Seite zu zeigen, wäre Horror. Deswegen im Prinzip testen, aber wenn, dann würde ich fast sagen One-Page-Checkout, aber das muss wirklich gut und sehr leicht gemacht sein, sodass der Nutzer nicht abgeschreckt ist. Okay. Wir haben uns extra für dieses One-Step-Checkout. Also würde ich kurz einmal wiederholen, was gefragt wurde. Es geht darum, ob es eine Entscheidung für ein One-Page-Checkout oder One-Side-Checkout geben kann, aus dem Grund, dass Nutzer, wenn sie eine Falscheingabe vorher gemacht haben während des Bestellprozesses, im Browser auf zurückklicken und dann die Daten verloren sind. Das kann natürlich eine sehr unangenehme Nutzererfahrung sein und dazu führen, dass der Nutzer dann abspringt, genervt, weil er sich denkt, ach nee, ich trage das hier jetzt nicht alles nochmal ein. Kann sein. Ist für mich ganz klar eine Frage der Daten. Also schauen Sie sich die Daten an, guckt in eure Analytics-Konten und guckt einfach, was da passiert. Und wenn es so ist, dass es in diesem Shop zutrifft, dann kann es stimmen. In einem anderen Shop ist es aber vielleicht so, dass die Nutzer sehr viel lieber diese einzelnen Schritte einfach einzeln als einfache Schritte abhaken. Okay. Und einfach ganz genau sehen, okay, ich muss hier eine Sache anwählen, dann gehe ich auf weiter, hier wähle ich eine an, also das, was Alex eben schon mal beschrieben hat. Also wieder auch da sehr individuell, anhand von Daten auszulesen und es kann für jeden Shop die eine Lösung die beste sein oder die andere. Genau, oder auch eine Mischung, aus, dass man zwei Seiten macht, auf denen man mehrere Schritte zusammenfasst oder ähnliches. Wenn ich für die Technikfraktion das ein bisschen ergänzen darf, sofort. Ich weiß nicht ganz genau, wie Magento es handhabt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zumindest irgendwie Module dafür gibt, das so zu erweitern, den One-Page-Checkout, dass virtuelle Seitenaufrufe oder so getriggert werden, dass man in Google Analytics zum Beispiel oder in sonstigen Tools das wirklich nachvollziehen kann, was für Schritte wurden denn schon gegangen, bis abgebrochen wurde. Das ist ein sehr wichtiges Ding, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, das geht. Ich sehe Nicken. Ja, genau. Das mit dem Trichter ist nämlich eine Sache. Bei den ganzen Einzelsteps können wir wunderschönen Trichter aufbauen und gucken, an welcher Stelle wird es eng oder wo gehen uns die meisten Leute verlustig. Bei One-Page-Sachen, wenn man es einfach nur anhand der URL macht, haben wir natürlich keine Chance, sowas auszuwerten. Richtig. Da war noch eine Frage. Ja, stimmt. Eine Frage. Genau, die Frage ist, wie sieht das mobil aus? Auf dem Smartphone möchte ich relativ wenig machen. Absolut richtig, mobil ist natürlich immer ganz schlimm. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, so ein bisschen eine Brücke zu schaffen mit einem Amazon-Checkout. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wahrscheinlich schon, wo man die ganzen Daten sowieso aus dem Amazon-Konto holt, Versandadresse und so weiter, Bezahlung gleich darüber. PayPal hat ja mit dem Express-Checkout sowas gemacht, aber ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Also ist zumindest meine Ahnung. Wir sehen relativ viel, was tatsächlich über Amazon laufen kann. Wir sind beeindruckt davon, was es bringt, diesen Button dahin zu machen und nicht nur eine Verlagerung tatsächlich in die Richtung. Ich finde es nicht so hübsch, aber gut. Auf die Mobilfrage zurückzukommen, also wirklich im Detail. Es ist einfach Horror mit der kleinen Tastatur. Das wird jedem so gehen, egal wie groß das ist, egal ob ich ein Tablet-artiges größeres Ding habe oder ein ganz kleines Telefon, am besten noch mit Stift. Man kann ein bisschen erleichtern, indem man die Formulare schön designt, mit viel Abstand, das auch leicht aussehen lässt, das ist vielleicht das Designerische dann, und dem einen oder anderen mag es bekannt sein, dass man auch für die einzelnen Eingabefelder Tastaturlayouts ändern kann. Das kann man bei iOS genauso wie auch bei den Android-Dingern, dass man da, wo zum Beispiel eine Zahl eingegeben wird, wie eine Telefonnummer, dass man wirklich das Layout einer Telefonnummer hat, E-Mail-Adresse, das gleich, da kann man schon ein bisschen was tweaken, dass dann ein bisschen weniger Abbrüche stattfinden. Das ist aber auch dann schon wirklich ein bisschen in die Feintuning-Richtung gedacht. Mobil ist immer schwieriger, muss man sagen. Also wir sehen das so, mobiler Shop, eine mobile Shop-Version ist für uns aus unserer Sicht ganz oft gar nicht dafür da, die letztendlichen Käufe zu generieren, sondern dieses dafür da, man sitzt in der Bahn, man pendelt, man steht an der Ampel, mobil findet ja überall statt und informiert sich schon mal über das Produkt. Im Zweifelsfall nutzt man die Zeit. Je nachdem, wie hochpreisig das Produkt ist, wird es noch schlimmer. Natürlich, ein hochpreisiges Produkt bestelle ich selten am Smartphone und das tut fast jeder so. Sich zu informieren und zu Hause dann wirklich die Bestellung zu tätigen. Wenn man da ernsthafte Conversion-Optimierung betreiben will, muss man eher sehen, wie man die Brücke schafft zwischen Mobil und Desktop. Zum Beispiel einen Warenkorb, den man speichern kann, mit einem Hash wieder aufrufen kann, sich selber eine E-Mail-Adresse hinterlegen kann, dass das irgendwie da aufgerufen werden kann, solche Sachen zu machen. Aber meist, ganz oft zumindest, sehen wir, dass Conversion Rates
wenn wir denn die Möglichkeit haben, überhaupt sowas zu tracken, sich dann eher wieder auf den Desktop-Bereich verlagern und das andere als wirkliches Medium zum Informationen zusammensuchen genutzt wird. Ich denke, wir sollen weitermachen. Wir wollen es auch nicht zu doll, möchte ich Benjamin auch nicht strapazieren und so. Ja. So, wir gehen mal zum nächsten Test. Einfach, wir haben nachher noch ganz viel Zeit, gerne auch Fragen zu klären. Wenn es bestimmte Fragen noch gibt zu Themen, gerne weiter, also dann ja natürlich auch trotzdem zwischendurch. Aber wie gesagt, wir wollen sie nicht überstrapazieren. Wir haben hier nochmal eine Produktdetailseite, ein ganz beliebtes Thema in der Shop-Optimierung. Haben hier das Original einmal. Genau, könnt ihr euch mal ansehen. Haben hier einen Challenger. Hier nochmal zurück. Und würde auch hier alle nochmal bitten, einfach einmal für das Original einmal die Hand zu heben. Danke. Und einmal für den Challenger. Ja, deutlich mehr für den Challenger. Und das Original gewinnt. Nochmal. Ja. Ich sehe in den Gesichtern sehe ich genau das, wie es uns teilweise gegangen ist. Inzwischen sind wir glücklicherweise in der Erfahrung so weit, dass wir uns darüber nicht mehr ärgern und auch verstehen, warum das so ist. Ja. Aber es ist erstmal doch wirklich fraglich, woran das liegt. Aber es ist so. Ich muss einmal kurz die Anekdote einschieben. Also wir machen ja nichts anderes als das. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Wir machen keine Randsachen. Wir haben im Büro Screens an der Wand. So ein Dashboard mit ganz vielen Screens. Für jeden Kunden haben wir einen Screen und lassen da direkt die Tests mit drauf plotten. Ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat von euch. Man sieht im Graph, wie sich das entwickelt, welche Variante umsatzstärker ist und so weiter. Und jeden Morgen, wenn wir ins Büro kommen und jeden Abend, wenn wir gehen, gucken wir da drauf und fiebern komplett mit. Das ist wie Aktienhandel Deluxe. Nur, dass wir das selber machen. Wir machen diese Sachen und gucken uns dann an, wie Hunderte und Tausende Nutzer darüber laufen und Hunderte und Tausende Conversions entstehen. Und manchmal schütteln wir den Kopf und sagen, es kann nicht sein. Und das ist natürlich auch wieder so ein Fall, wo wir denken, das kann nicht sein. Das ist, ja, also wir testen in der Regel mindestens 14 Tage. Mindestens deshalb, das muss ich vielleicht für die, die es nicht wissen, ergänzen, dass der Vorteil ist, an einem AB-Test zum Beispiel, wir haben keine ernsthaften saisonalen Einflüsse. Das muss man zwar relativieren, ich lasse es aber trotzdem mal so stehen, weil die wirklich parallel getestet werden. Also bei tausenden Besuchern pro Tag wird immer einer dem Original zugewiesen, immer einer der Variante. So kann man direkt parallel sehen, was besser funktioniert. Ohne eine Woche das zu testen, die andere Woche das, aber in der regnet es und deshalb funktioniert das anders. Wir lassen es trotzdem 14 Tage mindestens laufen, gerne länger. Das heißt, wir nehmen auch immer die vollen Tage mit. Wir starten nicht am Montag und hören am Freitag oder so auf. Das macht keinen Sinn, da fehlt uns was. Sondern wir lassen die voll durchlaufen, immer zwei Wochenenden, immer zwei Montage und so weiter. Das hängt da, ja, die Testzeiträume, also die stecken wir vorher fest. Man kann es ja auch ganz gut über den Daumen kalkulieren. Es gibt ein paar Tools dafür, wie viel Traffic brauchen wir denn, wie viele Varianten haben wir, was für eine Conversion Rate haben wir jetzt und was erwarten wir. Das Ding ist, wir brauchen eine Signifikanz. Es gibt zwei Kenngrößen, die wir nachher haben, die wir auswerten. Im Wesentlichen, das ist das eine, was für eine Steigerung in Prozent haben wir erreicht, 10% mehr Umsatz. Und wie sicher ist, dass das 10% sind? Und das ist diese Signifikanz. Im besten Fall ist sie 100%, was eigentlich rechnerisch nicht funktionieren dürfte, aber gut. Und die sagt aus, welche Schwankungen haben wir denn da drin? Wie sicher ist das, dass wir wirklich eine 10% Steigerung erreicht haben? Und wenn die einfach nicht groß genug ist, dann muss der Test im Zweifelsfall noch weiter Daten sammeln. Also wir gehen von allermindestens immer 95% aus, wobei das immer noch bedeutet, dass 5% Chance da ist, dass es nicht besser ist. Das muss man dazu sagen. Deswegen versuchen wir möglichst hoch zu gehen. Bei den Multivariaten wird es übrigens ganz schlimm, was ich vorhin gezeigt habe, weil wenn wir mit 95% rechnen, ist das bei jeder Variante so, dass sich eine gewisse Fehlertoleranz einschleicht und die akkumuliert sich nachher auf. Da haben wir das Problem, dass der Gewinner wirklich keiner sein muss, es sei denn, wir haben super viele Daten gesammelt. Wir brauchen, um eine gute Signifikanz zu haben, einen großen Kontrast. Wir brauchen viel mehr Conversions bei unserem Gewinner als beim anderen, um sicherzustellen, dass das so ist im Verhältnis. Es müssen sowieso genug Daten im Gesamten da sein, die Samplegröße muss groß genug sein, der Zeitraum muss groß genug sein und dann bildet sich eben daraus eine Testlaufzeit. Ja, bitte. Ich habe einen zweiten, wie ihr es kennt. Also die Frage war, ob es unter Umständen daran liegen kann, bei den zwei Tests, die wir jetzt gesehen haben, in diesem Quiz, das wir gemacht haben,
dass beide Male die Seite gewonnen hat oder die Variante gewonnen hat, die günstiger aussieht, überladen aussieht, überfrachtet aussieht. Ist eine vernünftige Frage. Ich würde es nicht pauschal mit Ja beantworten. Ich würde es im ersten Fall zumindest als sehr wahrscheinlich ansehen. Im zweiten Fall könnten es noch andere Faktoren sein. Da ist dann sehr viel nochmal Arbeit zu leisten bei der Analyse der Daten, die während der Tests aufgelaufen sind zu den Besuchern. Im Endeffekt hängt es auch mit dem Gesamtkontext des Shops zusammen. Wenn der ganze Shop so in der Art aufgebaut ist, alles sehr überladen, irgendwann taucht mal ein befremdliches Gefühl auf, wenn ich an einer bestimmten Stelle lande und plötzlich ist das alles ganz anders. Das ist halt für den Nutzer ein Unwohlsein. Und das äußert sich ja nicht darin, dass der vorm PC sitzt und sagt, oh, das ist aber komisch jetzt auf einmal, sondern das passiert hier drin irgendwo. Und da kann sich der Nutzer nicht gegen wehren. Und wir können nicht da reinschauen, weil das auch keine Daten ergibt, da kommen keine Zahlen raus. Wir können nur Schlüsse ziehen aus dem, was wir sehen an den Daten. Für das Erste würde ich sagen, sehr wahrscheinlich. Beim Zweiten könnten wir uns, glaube ich, vorstellen, dass noch andere Faktoren darauf einwirken. Vielleicht. Also es ist nicht letztendlich zu sagen, dass dadurch, dass wir solche Tests haben, die dann nicht erfolgreich sind, verfeinern wir unsere Hypothesen, woran es liegen könnte. Hier, wir haben eine Erkenntnis daraus, ein Learning, und können damit weitermachen. Und irgendwann einmal, hoffentlich dann beim zweiten oder dritten Test, sind wir an der Stelle, wo wir sagen können, okay, scheinbar haben wir hier den Haken gefunden. Daran liegt es bei diesen Menschen, die diese Produkte kaufen. Und dann können wir das weiter ausbauen. Ja, absolut. Also es ist wirklich, das Interessante ist, das hat Jorma schon angedeutet, dass bei unserer Arbeit ganz viel der Bauch entscheidet beim Kunden, beziehungsweise ganz viel im Gehirn passiert. Das ist dieser Neuromarketing-Aspekt, auf den ich gleich nochmal eingehen will. Genau. Wir haben halt teilweise sehr preisgetriebene Sachen. Gerade wenn die Sachen vergleichbar sind, ist das natürlich immer so eine Sache. Bei dem ersten Beispiel, was wir gesehen haben, da sieht der Shop tatsächlich sehr günstig aus. Jetzt muss man immer gucken, was macht natürlich der Traffic? Was für eine Erwartung haben die Menschen, die da drauf kommen? Das kann ich auch aussteuern. Wenn ich in AdWords immer überall schreibe, XY günstig, hier preiswert und so weiter, dann kommen die genau, fische ich mir die raus mit der Erwartung, dann kann ich natürlich nicht hochpreisig agieren. Das heißt, das ist auch immer so eine Sache. Eine kleine Anekdote an der Stelle vielleicht noch, mal in die Reisebranche gehen wir. Wenn man da was Hochwertiges verkaufen will im Reisebüro, dann gibt es hochwertige Hochglanzkataloge mit Riesenbildern und so weiter. Wenn ich wirklich was Hochwertiges verkaufen will, mache ich den Preis nachher klein. Und nicht, weil ich ihn verstecken will, sondern weil was ganz anderes zählt. Das ganz Interessante ist, ich habe mal mit einem Reiseanbieter zusammengearbeitet und der wollte nachher aus seinem Shop die so Flyer ausdrucken können. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, das ist schon Jahre her, aber das kann man ja ganz toll aussehen lassen. Da macht man gleich irgendwie PDFs draus und dann kann er sich die drucken und die kann man ja total nobel gestalten und das sieht ja alles ganz schlimm aus, was er hat. Und dann hat er zu uns gesagt, oder zu mir in dem Fall, nein, um Gottes Willen nicht, das muss billig aussehen, hat er gesagt. Das muss immer aussehen, als ob das, der druckt es auf gelbe Zettel, als ob jemand da irgendwie mit Edding was draufgeschrieben hat und so weiter. Er könnte es ja viel hübscher machen, das geht eh automatisiert. Es muss aber billig aussehen, weil sonst kaufen die Leute das nicht. Und so ist es. Diese am Flughafen oder wo auch immer man diese Sachen sieht mit den Gänzen, das machen die Leute dann nicht, weil es schnell geht und die da ganz schnell irgendwelche Sachen reinmachen müssen. Die können sich eine Vorlage am Rechner basteln, das ausdrucken und dahinhängen, das sieht schön aus. Nein, das muss einfach so aussehen, weil das ein sehr preisgetriebenes Ding ist und die Leute genau das erwarten. Ja, also Alex sagte vorhin schon mal, teilweise nutzen wir Optimizely. Ansonsten ist Visual Website Optimizer auf jeden Fall als Möglichkeit zu nennen. Setzen wir nicht so häufig ein, haben wir mal mit rumgetestet, aber ist auch nicht so weit weg von Optimizely. Was denn? Damit rumgetestet. Ja, genau, ist, rumgetestet. Ansonsten auch die Content Experiments von Google Analytics. Genau. Das ist ja das integrierte Tool. Da würde ich auch so ein bisschen die Schneise ziehen. Google Analytics und das integrierte Tool von der Vorgehensweise, wie es die Sachen splittet, das wird jetzt zu technisch und wir wollen es auch nicht ausführen, weil die Zeit das nicht zulässt. Ja. Aber das ist so die eine Schiene, Optimizely und solche Tools. Die andere sind alles öffentliche Tools, da ist jetzt nichts Geheimes dabei. Tick-technisch möchte ich doch noch werden, weil wir so viel Publikum haben, was technisch angehaucht ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber was wir machen, ist nicht ein zweites Template oder so wirklich zu bauen, faktisch. Und irgendwie, da hat man ja nachher auch ganz andere Sachen mit dem Caching wahrscheinlich. Wir machen es per JavaScript in ganz vielen Fällen. Das heißt, wir manipulieren nachher nur im Dom rum mit dem fertigen Quelltext und laden irgendwelche Sachen nach. Das heißt, die Sachen, die wir tauschen, landen in keinem Repository und so weiter, finden nur auf der Live-Seite statt. Trotzdem sehr hochperformant. Also die Sachen liegen auf irgendwelchen CDNs und werden zum Beispiel von Optimizely, glaube ich, auch von Amazon geladen.
Die Seite wird quasi, bevor sie auftaucht, noch vor dem Dome-Ready-Event, komplett modifiziert. Wir laden CSS rein und lassen sie so umgestalten, dass nachher der Nutzer was anderes sieht. Das heißt, es hat gar nichts wirklich im Quellcode zu suchen. Wir machen es rein im Quelltext auf der Ebene. Okay. Einen haben wir noch, diesmal Magento tatsächlich. Yeah. Wir haben ein Original wieder. Gerne mal draufschauen. Und wir haben einen Challenger. Gehen nochmal zurück. Nochmal der Challenger. Und jetzt die interessante Frage: Wer ist denn für A? Genau. Viele. Ja. Wer ist für den Challenger? Das jetzt hatten wir sehr gemischt. Ja. Also was ich ganz interessant finde, tatsächlich genau die Erwartung, die ich hatte. Ich habe mich auch schon darauf gefreut. Super, Moment, vielen Dank dafür. diesmal war die Einschätzung von euch allen zu einem großen Teil tatsächlich beim Original. Nein, der Challenger gewinnt. Diesmal ist es so. Und genau das ist das Interessante und das, was wir gerne herausstellen möchten hierbei. Das ist sehr komplex. E-Commerce-Optimierung zu machen und lässt sich überhaupt nicht an so kleinen Sachen, wo jeder denkt, ah klar, errate ich sofort. Nein, wird nicht funktionieren. Es kommt auf den Shop an. Dazu auch genau. Ja, bitte? Kann ich das Original von dem letzten Mal sehen? Ja, genau. Ich gucke mal, wie viel die Ware in den Warenkorb. Das ist das Problem. Will ich haben, steht hier. Nicht als Button zu erkennen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Natürlich ist das nicht gut, deswegen haben wir daran gearbeitet, aber... Eben, ich hätte das jetzt nicht gekauft, weil ich nicht gewusst hätte, wo ich genau. Das war unsere Hypothese dabei und entsprechend hat das auch diesen Sieger ergeben. Ja. Das bedeutet, ich glaube, wir werden zeitlich sonst zu krass, Shop ist nicht gleich Shop und das ist genau das, was als Fazit daraus, auch aus diesem Quiz, das hat sehr gut geklappt, deswegen vielen Dank auch für die rege Beteiligung, genau das sollte dabei rauskommen und ich hoffe, dass das dann auch entsprechend angekommen ist, dass es einfach nicht so einfach ist. Hier nochmal kurz was dazu, wir haben vorhin schon mal, Alex hat es vorhin schon mal angesprochen, wir haben hier eine Aufteilung von Nichtkäufern und Käufern im Onlineshop, von den Besuchern. In diesem Fall sind das tatsächlich jetzt die vorhin schon mal genannten 3% zu 97%. Ich finde, wenn ich mir 3% erstmal vorstelle, Conversion Rate, wir arbeiten immer in diesem niedrigen Segment und versuchen davon 3 auf 4 oder sowas zu kommen, klingt das gar nicht so wenig. Wenn man sich das dann mal bildlich anguckt, ist das ganz schön bitter. Aber wir wissen auch, dass wir diese 97% nicht alle zum Kaufen kriegen, das ist vollkommen klar. Es kommen aber ein paar dazu, die gegebenenfalls zusätzliche Käufer sein können. Ob das jetzt noch, wie in diesem Fall, 3% mehr sind zu 6%, ob das 7% mehr sind in Nischenshops bis zu 10, 12 und noch höhere Conversion Rates möglich, ist die Frage. Vor allem wichtig ist, das hier sind momentan noch Besucher. Und im Online-Marketing, in der Web-Analyse haben wir die Möglichkeit, uns diese anzuschauen. Im Ladengeschäft kann sich der Besitzer des Ladengeschäfts diese Leute sowieso anschauen. Die kommen in den Laden rein, kaufen aber nicht. Er redet sogar mit ihnen. Ist ja schön einfach. Kann ich mich ja nächstes Mal darauf einstellen, was sind das für Menschen? Im Onlineshop sind die erstmal weg. Das sind einfach nur Besucher, die da waren und nicht gekauft haben. Sehr großes schwarzes Feld. Wir haben aber aufgrund der Web-Analyse-Tools, die zur Verfügung stehen, wenn dann das nötige Know-how da ist, um diese auszuwerten, sehr gute Möglichkeiten, Erkenntnisse darüber zu ziehen, was sind das für Menschen, tatsächlich Demografien, Interessen und so weiter und können dann beginnen, uns Gedanken zu machen, wie können wir diese Leute noch ansprechen. Immer natürlich auch unter dem Aspekt, diese anderen 3%, die vorher da schon waren, nicht zu verschrecken dabei. Das muss klar sein. Ja, wir haben jetzt was von Analysieren und Hypothesen und Testing gehört. Die Frage ist ein bisschen, wie macht man es denn wirklich richtig, wenn man so viel falsch machen kann? Durch Testen, ja, aber es kommt eben darauf an, was man testet. Wir reden immer davon, dass wir gerne mit Unternehmen zusammenarbeiten, die es entweder schon richtig machen, und da komme ich gleich drauf, oder wir das implementieren können, und zwar eine richtige, in der Unternehmens-DNA verwurzelte Testing-Kultur. Was man daraus machen kann, ist nämlich ganz interessant. Erstmal allgemein betrachtet, wie so ein richtiges Vorgehen stattfindet. Ich weiß nicht, ob jemand den D-Mike-Cycle kennt. Das ist anzuwenden auf ganz verschiedene Sachen. Auf jeden Fall gibt da eine gute Hilfestellung, wie man ein
iteratives Testing, aber auch eine zyklische Weiterentwicklung. Wir entwickeln ja nicht irgendwie eine Produktdetailseite weiter, wir entwickeln ein ganzes Unternehmen weiter. Weil Jorma hat es gesagt, ich muss an der Stelle nochmal ausweiten. Das Interessante ist, wenn wir bis zum Deckungsbeitrag tatsächlich optimieren, das bedeutet, wir haben den Umsatz, davon ziehen wir die ganzen Kosten mal ab und das, was für den Unternehmer nachher übrig bleibt, ich vereinfache das mal an der Stelle, ist der relevante Faktor, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir steigern die Conversion Rate um ein paar Prozent. Das bedeutet, für die Benutzer, die wir gekauft haben durch SEO, das ist auch gekauft, weil man da auch Arbeit reinstecken muss, oder SEA oder Social Media, da machen wir mehr draus, wir machen mehr Umsatz. Theoretisch gesehen kriegen wir also mehr für unser Geld. Wir könnten also das Geld reinvestieren in noch mehr Traffic, um letztendlich noch mehr Gewinn zu machen. Wir könnten im Zweifelsfall auch bei unserem Traffic bleiben und einfach mehr davon haben, aber das macht ja keiner. Auf jeden Fall haben wir gegenüber den Mitbewerbern einen ganz großen Vorteil. Wir können einfach Sachen günstiger verkaufen im Zweifelsfall. Wir können mehr ankaufen, weil wir mehr Umsatz machen, mehr auf Lager halten, dadurch bessere Umsätze einfach generieren und so weiter. Auf jeden Fall wäre jetzt für unser ganzes Unternehmen interessant. Was man machen muss, und das ist das, was wir so machen in unserer Arbeit, ist, wir definieren erstmal ein Problem oder wir nehmen erstmal etwas an, sagen wir es mal so. Wir messen dann eben die ganzen Sachen, die wir besprochen haben im Checkout-Prozess zum Beispiel, was kann da so schief laufen, gucken uns das an, analysieren diese Daten und stellen dann eine Hypothese auf. Und die Hypothese ist dafür da, etwas zu verbessern. Wir machen einen AB-Test, da sind wir im Improve-Sektor und controllen das nachher. Ihr merkt, die Mike ist die Abkürzung für diese ganzen mit dem Anfangsbuchstaben der einzelnen Schritte. Wenn du einen weitermachen könntest. Und die Hypothesenerstellung ist wahrscheinlich der interessanteste Part. Das Technische ist für uns ein bisschen Mittel zum Zweck. Also wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir ein Tool benutzen, um wild rumzuprobieren, sondern ganz ernsthaft diese Arbeit zu leisten, uns ganz doll Gedanken darum zu machen, wie man was verbessern kann und das dann zu testen. Kommen wir mal zum Neuromarketing. Und ich bin ganz erschrocken, wenn ich auf die Zeit gucke, aber ich werde es trotzdem ein bisschen dennoch zusammengefasst erzählen. Es gibt die Gruppe Nymphenburg und das ist ganz interessant. Da sind sehr, sehr intelligente Wissenschaftler, die sich mit Psychologie, Konsumpsychologie und all dem auseinandergesetzt haben. Da gibt es ein paar Frontmänner. Ich weiß nicht, ob jemand sich damit mal auseinandergesetzt hat. Auf jeden Fall haben sie sich dem Thema Neuromarketing, nenne ich das jetzt mal, angenommen. Das ist im Prinzip das ganze Neuronale, was passiert, das Psychologische so zu vereinfachen, nutzbar zu machen für uns, damit wir den Konsumenten ein bisschen dahin bringen, was er machen soll. So, also aus Marketing-Sicht. Kannst du noch mal zurück? Ich muss noch da ein paar Sätze drüber verlieren. Das Interessante an Neuromarketing ist, und ich möchte da am liebsten ganz viel drüber erzählen, aber ich würde es mal vereinfachen. Jeder von uns glaubt, ein rational denkender Mensch zu sein. Und das sind wir einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Das Rationale ist was ganz anderes als das, was wir denken. Wir sind als Menschen super emotionale Wesen, egal wie wir es ausdrücken. Und eine Kaufentscheidung bei uns fällt komplett emotional und ist längst eigentlich schon gefallen, bevor wir wissen, dass es so ist. Es gibt im Online-Shop dann über die ganzen Schritte, das haben wir erzählt, immer wieder Punkte, wo das geschwächt wird, wo wir vielleicht Vertrauen verlieren und dann irgendwie trotzdem weg sind. Aber die Kaufentscheidung im Falle von zum Beispiel Schokolade, wenn ich mir die angucke, die ist lange gefallen. Ich habe nur noch nachher als Mensch zu tun, wenn ich es gekauft habe oder wenn ich es nicht kaufe, das für mich zu argumentieren. Warum das gut ist, dass ich das gemacht habe. Weil das halt ein vernünftiges Produkt ist und so weiter. Das hat damit aber meist gar nichts zu tun. Das ist auf ganz anderen Ebenen schon lange gefallen. Jetzt darfst du eine Seite weitermachen. Die Gruppe Nymphenburg hat dann angefangen, ganz verschiedene Sachen zu vereinfachen. Das Interessanteste ist wahrscheinlich die Limbic Map, die ich hier nicht zeigen will und die ich auch nochmal, wo ich nochmal die Gruppe Nymphenburg nennen muss, aus Copyright-Gründen wahrscheinlich, wo dem geneigten Marketier geholfen wird, Sachen Konsumenten einzuteilen, verschiedenen Gebieten zuzuordnen, um wirklich typologische Konsumenten zu schaffen. Unter anderem hat die Gruppe Nymphenburg die ganze Menschheit sozusagen eingeteilt in verschiedene Charaktere. Es gibt, und das sind immer die zwei Lager, weder den einen Kunden, unser Kunde sieht so und so aus, das gibt es nicht. Auf der anderen Seite sind die
Leute, die sagen, wie sollen wir denn optimieren? Jeder Kunde ist ja anders. Und auch das stimmt nicht. Es gibt keinen uniformen Kunden und es gibt auch keinen Kunden, der so hoch individuell ist, dass er nicht in irgendein Schema von uns gepresst werden kann. Auf jeden Fall, diese Typen, die hier sind, aus denen setzen wir uns auch zu gewissen Teilen zusammen. Und irgendwas ist manchmal ein ganz dominanter Part an uns. Vielleicht sind wir Performer, vielleicht sind wir auch eher Hedonisten. Wahrscheinlich sind die Hedonisten die, die gerne Schokolade kaufen. Das ist auf jeden Fall eine Umfrage bzw. eine Studie, die von der Gruppe Nymphenburg, glaube ich, alle 2 Jahre für Burda durchgeführt wird und wo 20.000 Leute, glaube ich, gefragt werden alle 2 Jahre. So setzt sich die deutsche Bevölkerung ungefähr zusammen. Ich würde jetzt gerne erklären, was die Einzelnen bedeuten und wenn jemand im Anschluss daran noch Fragen hat, weil das ist das wirklich dann noch Interessante, erkläre ich gerne auch was dazu. Was uns dabei hilft, ist halt dieses Denken, wie sprechen wir die Leute an? Wie sprechen wir die Leute wirklich auf der emotionalen Ebene an? Jeder, der im Shop arbeitet und damit zu tun hat, der weiß, Bilder transportieren Emotionen, aber auch ganz andere Sachen transportieren Emotionen. Implizite Codes, wie wirkt der Shop günstig, wirkt er teuer, hat er was mit Familie zu tun, bestärkt er mich in meinem Balanceempfinden und als Traditionalist etwas wirklich mit Substanz zu haben oder bin ich eher der Abenteurer, der etwas haben will, was mich stimuliert. All diese Sachen sind kaufentscheidend und da fällt die Kaufentscheidung schon und nicht später. Später versuchen wir das nur zu relativieren für uns selbst und uns das sozusagen schmackhaft zu machen, was wir schon längst emotional entschieden haben. Willst du? Ja, Frage war, wie groß oder wie stark der tatsächliche Preis des Produktes dazu beiträgt, die Conversion Rate zu verändern, sorgt also ein günstigerer Preis des Produktes dafür, dass mehr gekauft wird und ob wir sowas schon mal getestet haben. Nein, haben wir so direkt noch nicht. Könnte möglich sein, in Absprache mit einem Unternehmer, daher eine sehr gute Frage, führt uns genau zu dem Thema, es kann sein, dass wir zum Beispiel in Absprache mit jemandem tatsächlich an den Preisen drehen, wenn es möglich ist und schauen, wo kriegen wir das Optimum. Jetzt muss ich wieder tatsächlich, weil wir sagen das jetzt schon so oft, aber ich muss es wieder sagen, kommt darauf an, ich weiß es nicht, ob es in einem Shop wird es was ausmachen und in dem anderen nicht. Also dem BMW-Fahrer, der jetzt noch irgendwie eine Halterung sucht für sein iPad, um das da reinzuklemmen, dem wird das ziemlich egal sein, ob das Ding 150 oder 190 Euro kostet. Der kauft sich das. Der will das haben. Das hat er entschieden und er hat die Knete auch da liegen. Das ist ihm egal. Jemand anders, der sich für einen kleineren Artikel entscheidet, der wird vielleicht sagen, Mensch, 7 Euro, 10 Euro. Und dann kommt natürlich immer noch der Konkurrenzvergleich hinzu. Wenn der wichtig ist für jemanden, für ein bestimmtes Produkt oder eine Produktgruppe, dann wird das natürlich was bringen, klar. Das Interessante an der Stelle ist, selbst das, was Jorma jetzt gesagt hat, kann man auch wieder relativieren. Und deshalb ist es so wichtig, das zu testen, weil der BMW-Fahrer, der vielleicht wirklich den neuen 7er hat und eine Halterung sucht, was komisch ist, ich weiß nicht, warum er da eine Halterung braucht, aber... Ja. Konstruiertes Beispiel. Ne? Der kann sehr wohl auf den Preis gucken, weil er ein sehr dominanzgetriebener Mensch ist. Und sein Werk und das, was ihn für sich dann auch auszeichnet, ist, ich habe einen wahnsinnig guten Preis erzielt. Das sind ganz oft Menschen auch, die sehr gern verhandeln und so weiter. Und dann denkt man, ja, was wollen die denn mit dem Preis? Nein, das ist deren Art, tatsächlich ihren Kampf zu gewinnen, sozusagen. Das ist also was ganz, ganz doch wieder Interessantes. Die stöbern dann vielleicht ganz doll und sagen, da habe ich einen super Preis gemacht. Das habe ich erzielt. Und dann kann es doch wieder preisgetrieben sein. Das heißt, es ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Okay. Ja, zum Ende haben wir noch ein paar Takeaways aus dem Ganzen. Gehen wir einmal schnell durch, weil ich glaube, wir haben doch deutlich ausführlicher über die Sachen gesprochen als angedacht. E-Commerce-Optimierung ist komplex, sollte jetzt spätestens jedem hier, glaube ich, klar sein im Raum, dass das nicht mal eben nebenbei mitgemacht ist. Kenne deine Kunden und auch deine Nicht-Kunden als Shop-Betreiber. Es ist viel, viel Grips und viel Analysearbeit notwendig, um darauf zu kommen, wie bringe ich Leute zu einem Kauf oder wie bringe ich Leute auch zu einem Nicht-Kauf, was ich verhindern möchte. Und zuletzt, ganz wichtig, keine Hypothese, keine Erkenntnis. Wenn ich keine Hypothese aufstelle und diese teste, dann werde ich später auch keine Erkenntnis haben. Ich kann irgendeine Buttonfarbe verändern, einfach so. Ich mache einen Multivariaten-Test mit 7 verschiedenen Buttonformen und 6 Farben, mische die durcheinander, habe am Ende einen Sieger, ist super. Ich habe aber überhaupt keine Erkenntnis daraus, warum dieser Button besser funktioniert. Stelle ich eine Hypothese auf und sage, günstig ist in diesem Fall der Grund für eine Kaufentscheidung, teste ich das Ganze, habe ich Erfolg,
kann ich daraus die Erkenntnis ziehen, zumindest zum gewissen Teil ist hier die Entscheidung preisgetrieben und kann das weiter ausfahren. Das im Übrigen nicht nur verwertbar für weitere Tests im Shop, sondern auch für alle anderen Kanäle. Ich kann dann anfangen, im Advertising, im Social Media Bereich alles preisgetrieben zu machen, sodass ich überall meine Zielgruppe auf diesem Level erreiche. Dann nehmen wir also deutlich mehr Erkenntnisse mit als rein für die Shop-Optimierung. Daher, da vielleicht schließt sich der Kreis ein bisschen zu diesem Punkt, den Alex genannt hat, dass wir auch Unternehmen insgesamt einfach stärken und nicht nur den Shop. Das läuft dann eben einhergehend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die vielen Fragen und die tollen Diskussionen. Und ja, wer jetzt im Anschluss noch Lust hat zu sprechen, ich will mir erst ein Bier holen, bevor wir sprechen, aber dann können wir gerne loslegen.